Königinnentag der Freie Wähler Landtagsfraktion, erstmals im frühlingshaften Franken. Am vergangenen Wochenende empfing die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin Gabi Schmidt rund 100 Markenbotschafterinnen zum Netzwerktreffen in Fürth. Nach einem Stadtbummel mit Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung und dem Grußwort des parlamentarischen Geschäftsführers Dr. Fabian Mehring diskutierte Schmidt in der Komödie Fürth über die Frage, die aktuell wohl jede der jungen Frauen beschäftigt. Wie gelingt der Neustart nach Corona? Heute ist unser Prinzessinnentag nach Corona. Prinzessin, Kaiserinnen, gekrönte Häupter. Das sind alles junge Frauen, die Werbung für regionale Produkte machen und ihre Freizeit dafür verschenken. Und gerade in dieser Ukraine-Krise merken wir, wie wichtig gerade bei der Ernährung regionale Kreisläufe sind und wie großartig unser Essen hier vor Ort ist. Bayerns Produkthoheiten sind kompetent, selbstbewusst und kommunikativ. Als Apfelkönigin, Holzfee oder Weinprinzessin repräsentieren sie regionale Erzeugnisse weit über die Grenzen des Freistaats hinaus und geben ihnen ein Gesicht. Aber wie haben sie die Zeit erlebt, in der es keine Volksfeste gab und alle Wirtshäuser geschlossen waren? Kerstin Friedrich, Bierprinzessin des Landkreises Haßberge. Ich habe halt versucht, auch mit dem Brauer noch ein wenig zu Kontakt zu halten, was denn ihre Vorstellungen sind, was ich denn gern machen würde oder machen sollte in der ganzen Corona-Pause. Und in der Zeit habe ich auch wirklich versucht, jede Brauerei ihre verschiedenen Biere vorzustellen, die Eigenheiten, die besonderen Biere wie Natur, das ist ein Bier-Wein-Hybrid oder die Sauerbiere. Und das war eigentlich sozusagen meine Zeit und halt auch viel gelernt, dass man mit Bier nicht nur trinken, sondern auch backen, kochen oder Cocktails daraus machen kann. Und wie steht es um die heutige Rolle moderner Markenbotschafterin? Sind Produktköniginnen nun die neuen Analog-Influencer oder läuft auch in Zukunft ohne Social Media nichts? Wir fragen die 11. bayerische Honigkönigin Katharina Geck. Bei dem Amt als bayerische Produkthoheit ist es nicht nur wichtig, dass man online sich in den sozialen Medien engagiert, sondern auch wirklich auch vor Ort. Weil gerade das macht es gerade besonders aus, dass man einfach zu den Leuten hingeht, zu den Verbrauchern auch aktiv hingehen kann. Und weil viele trauen sich auch nicht, und wirklich O zum Schreiben oder O zum Sprecher, sondern da muss man auch manchmal wirklich proaktiv zu denen hingehen und dann entstehen eigentlich immer sehr, sehr schöne Gespräche. Der parlamentarische Geschäftsführer Dr. Fabian Mehring formuliert es so. Das war, glaube ich, einer der schönsten Termine, den man als bayerischer Landespolitiker so haben kann. Unsere bayerischen Produktköniginnen sind einerseits Influencerinnen nach innen und Bayerns Markenbotschafter nach außen. Sie sorgen dafür, dass außerhalb Bayerns dieser besondere bayerische Lebensstil transparent wird und dass unsere bayerischen Regionen und Produkte gut ankommen. Sie sind aber auch Influencerinnen nach innen, die dafür sorgen, dass dieser Bavarian Way of Life in die Zukunft getragen wird. Viel zu schnell waren die 4 Stunden intensiver Debatte vergangen, mit einem klaren Fazit der Gastgeberin. Und das Nächste, was wir festgestellt haben, dass sie eigentlich viel zu wenig vernetzt sind. Dafür, dass sie immer bloß 1 oder 2 Jahre im Amt sind, müssen wir eine eigentliche Plattform bieten, um ihre Marketinggeschäfte weiterzumachen. Und des Weiteren haben wir festgestellt, dass wir uns unbedingt wieder alle treffen müssen, oder? Das wiederholen wir auf jeden Fall. Es hat gut getan, sich nach mehr als 2 Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder einmal persönlich auszutauschen. Und so soll das Gipfeltreffen der Produktköniginnen Bayerns unter dem Dach der Freie Wähler Landtagsfraktion auch im kommenden Jahr stattfinden. Wir freuen uns jetzt schon drauf und wünschen allen Produkthoheiten für dieses wichtige Ehrenamt weiterhin viel Erfolg.